Hi Leute, hier ist der Michel, willkommen zurück bei Forza Motorsport 6. Letztes Mal haben wir die erste Serie abgeschlossen und dann noch ein paar Ründchen mit dem Lotus gedreht, den wir gerade hier nochmal kurz sehen in der Garage. Den haben wir ja im Preis losgewonnen und dann gestern auch nochmal den Audi A18 e-tron Quattro. Also richtig viel Glück gehabt, zweimal den Hauptpreis hintereinander. Mal sehen, ob es so weitergeht. Ja, wir machen weiter, wie gesagt, hier mit der Club-Serien-Strecke, Club Circuit Series auf Hockenheim. Da kann ich euch schon mal jetzt verraten, dass diese Strecke richtig geil aussieht. Das ist, finde ich, die schönste Hockenheim-Umsetzung, die wir je gesehen haben. Und dann haben wir ein paar verschiedene Autos zur Auswahl. Mazda Speed 3, bzw. Mazda MPS. Genau, da hatte ich ja gesagt, dass wir mal mit dem Ford Focus RS MK1 fahren wollen zunächst. Dann können wir ja vielleicht für die zweite Hälfte uns nochmal so einen Civic Type A holen. Den mag ich ja auch ganz gerne hier. Ist ein tolles Auto. VTEC kicked in. Genau, da haben wir eine ganz riesige Auswahl. Alter Schwede, so viele Autos hier. Scirocco, ganz viel Corrado, VR6, GTI. Von 98, das ist auch schöner. Machen wir zuerst mal hier den Ford Focus RS MK1. Mal sehen, ob der jetzt auch automatisch getuned wird oder wie das hier jetzt abläuft. Ich glaube, hier werden wir ja nicht weniger eine kleinere Klasse fahren auf einmal. Den gibt es nur in Blau. Kann man nur in Blau kaufen. Ja gut, dass ich jetzt nicht schon Kohle ausgegeben habe hier für diese Mods, sonst hätten wir jetzt alt ausgesehen. Das ist Ihr 2003er Ford Focus RS. Genau, das war so die Colin McRae-Zeit. Das Fahrzeug hat 230 PS. Tatsächlich fahren wir hier erstmal auf 4. Na gut, dann ist es erstmal so. Hockenheim Kurzanbindung. Ihr nächstes Rennen findet in Hockenheim statt. Die Höhenunterschiede der Strecke sind relativ gering. Ja, wir kennen ja auch jemand mit diesem Auto, die Tanja, hat man ja auch damals bei meinem Focus ST Review gesehen, so ein bisschen. Da sind die ja mit uns rumgefahren und so und ist wirklich ein schönes Auto. Der hatte so einen Intercooler und wenn die den abgestellt hat immer, dann hat der noch ewig so ein lautes Geräusch von diesem Intercooler gemacht. Ist auch ganz witzig. So ein heftiges lauter Föhn oder sowas. Oder so ein Trockner in der Waschanlage, so klingt das Ding. Hat auch ganz ordentliche Fahrleistung nach wie vor. Wenngleich das Auto jetzt schon 12 Jahre alt ist. Und da gibt es auch echt nur wenige von. Ich glaube in Deutschland, oder nee, generell gibt es glaube ich nur 3000 Stück davon. In Deutschland so ein paar hundert. Ja, getuned oder designt ist er jetzt nicht, aber das ist auch nicht so weiter schlimm. Wir fahren weiter. So, Hockenheim. Eine Rennstrecke, die ich ja mittlerweile auch schon mal besucht habe, deswegen kann ich da, glaube ich, ein ganz gutes Urteil fällen, ob die hier... Auf jeden Fall ist schon mal die falsche Ölflasche da oben. So, jetzt haben wir einen waschechten Frontkratzer. Direkt am Start doch eben schon gut Wheelspin gehabt. Den haben sie hier auch wieder als Rechtslenker dabei. So ein bisschen eine Anlehnung an die britische Ford-Szene. Wow, hallo. Ich bin auch noch da. So, jetzt geht's hier einmal nach rechts. Ja, ein bisschen wackelig ist er. Man merkt auch ganz deutlich diese Vorderachse, die da so ein bisschen instabil ist, so ein bisschen am Reißen ist manchmal. Mal da innen durchschlüpfen, mal gucken. Nee, super. Aber kein sieht echt super aus. Muss sich nicht vor einem Project Cars verstecken. Die Strecke ist übrigens neu bei Forza 6. Ich kann ja gleich mal fragen, ob der Sound passt. Innenraum. Auf jeden Fall ganz gut, schön kernig hier. Ein bisschen albern sind ja diese blauen Absätze auf dem Lenkrad. Ist ein bisschen too much, finde ich. Das ist ein bisschen komisch aus.
Ich glaube, die Kurzanbindung bei Project Cars ist ein bisschen andere, ne? Da fährt man, glaube ich, noch ein Stückchen weiter. Oh, da vorne ist ein CX, der gerade auf Platz 1 noch liegt. Und da sehe ich gerade, die Annie fährt auch wieder mit hier. Arcana Racing auf Platz 4. Nur Vierter. Immerhin, 4 von 24 ist nicht schlecht. Hoppala. Obwohl sie auch noch gar kein Forza 6 gefahren ist. Mischt sie hier mit. Okay, zwei Runden haben wir noch Zeit, um den CX da vorne einzuholen. Den Fiesta 782. Der hat aber den falschen Namen, wenn er hier kein Fiesta fährt, sondern einen CX. Auch schön hörbares Turbo-Säuseln hier manchmal. Da haben wir uns durchgeboxt. So, aber auf Hockenheim war die KI heute mal doch wieder ein bisschen zu schwach. Aber der Fokus fühlt sich auf jeden Fall schön agil an. Also kein Vergleich mit dem Audi, den wir vorher hatten. Der war ziemlich träge. Der Quattro. Sport Quattro. Aber er schiebt natürlich unglaublich, ne, in den engen Kurven. Hockenheim Helikopter. Da hilft dann nur frühzeitig runterschalten. Der Krawallbruder. Ja, Topspeed liegt auch, glaube ich, so bei 230 km/h etwa. Ja, das Rennen haben wir natürlich mal auch so hoch gewonnen. Da können wir ja mal gucken, ob wir dann eventuell beim nächsten Rennen die KI mal ein Stückchen höher stellen. Ja, also ich würde sagen, wir können ja das... Wir fahren die Meisterschaftsserie auch mit zwei Autos. Wie gesagt, Civic Type R. Mal sehen, welchen wir dann nehmen. Aber du kannst hier auch munter überall hinfahren. Das stört das Spiel relativ wenig, ob man da abkürzt oder zu weit rauskommt. Das ist relativ egal. Ja, locker durch den ersten Platz hier gefahren. Bronze. Bewährter Fahrer. Okay, 12.000 Credits. Ist auch schön, dass man immer sieht, welche man insgesamt hat. Und da haben wir ein neues Level und da haben wir wieder ein paar Autos, die wir gewinnen können. Da ist bei Lancer GSR von 08. Da ist ein Brabham. 1,2 Millionen ist der Wert. Und Subaru, den haben wir ja eigentlich schon. Bin ich mal gespannt, ob man den jetzt gewinnen würde, ob man dann... Okay, da haben wir den Nissan 370Z. Man kann auch sogar Mods gewinnen, tatsächlich. Aber Nissan 370Z ist ja auch nicht schlecht. Autos sind sowieso immer schön. Da können wir nochmal den Fokus nochmal im Start angucken, wie er sich so bewegt von außen und so. Mal die Strecke ein bisschen anschauen. Escort haben wir noch dabei. Hyundai Veloster Turbo. Die Civics, den Mazda. VW, den Lancia. Ah, so viele schöne Autos, die kann man gar nicht alle fahren hier in der Meisterschaft. Oh ja, da war der Anfang, wo wir ein bisschen abgedrängt wurden. Ach, ganz gut Lärm hier, der Kleine. So, dann kann man hier so mal ein bisschen ums Auto gucken. Hat er schon ganz gut ein paar Beulen mitbekommen, direkt am Start. Können wir mal so ein bisschen was abspeichern hier für das Thumbnail oder so. So von der Seite, schöne S-Felgen, so. So können wir ihn ja mal mitnehmen.
Ja, die Fotos schießen brauche ich noch nicht, denn momentan funktioniert das noch nicht. Man kommt an die Fotos noch nicht wirklich ran. Boah, da haben wir ja schon am Anfang ganz ordentlich Kampfspuren eingesammelt, ne? Das ist auch ein schönes Bild. Neigt sich auch schön die Federung so zur Seite und so, das sieht echt gut aus. Na gut, machen wir weiter. Nächste Strecke, ich bin gespannt, welche jetzt dran ist. Brands Hatch Indy ist auch schön. Ist auch neu. Ihr nächstes Rennen findet in Brands Hatch statt. Die Rennstrecke wurde 1926 als Grasbahn errichtet. Als Grasbahn? Was ist denn eine Grasbahn? Wahrscheinlich wurde da auch gefahren drauf, früher, 1926. Ich finde, die könnten ruhig nochmal so ein, zwei, drei Sätze mehr sagen zu den Strecken, wenn man da so im Ladebildschirm ist. Das wäre ganz angenehm eigentlich. So ein paar Trivia-Informationen im Hintergrund. Auch hier sehen wir schon direkt mal eine schöne Boxengasse. Ja, was jetzt fehlt, ist eigentlich nur noch die Boxenstopps. Jetzt für schöne Boxen da mit Mannekicken und so, aber leider passiert da nichts. Das ist nur so ein bisschen der Anfang einfach. Und das Ende vom jeweiligen Rennen, dass man da halt startet. Okay. Ich muss mal dran denken, dann endlich mal wieder die Belegung umzuschalten auf Belegung 4 vom Lenkrad. Kommt aber erstaunlich gut weg. Lässt auch hier so ein Type R mal eben stehen. Auch ganz schön, dass hier alte Fahrzeuge mit neuen so vermischt werden in den Klassen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Sechs Runden sogar. Das ist ja doch schon mal langsam ein bisschen längere Rennen hier anscheinend. Ich wollte eigentlich die KI hochstellen, habe ich jetzt vergessen. Von den Civics gibt es ja hier auch wie Sand am Meer, ne? Den neuen gibt es noch nicht. Vielleicht kommt er noch irgendwann als DLC dazu. Oh, müssen wir ein bisschen auf dem Rasen. Hoppala. Das wirft uns natürlich jetzt ein bisschen zurück. Die habe ich auch schon bei Gamescom schon gespielt, die Strecke hier bei Regen. Auch ganz gut Pfützen dann am Start. Aber in der Karriere haben wir bisher, doch wir haben schon einen Regenrennen gehabt auf dem Sebring mit dem Subaru. Weggemasht einmal. Kommt wieder ganz gut nach vorne durch hier. Wir müssen jetzt bloß aufpassen, dass wir nicht wieder den gleichen Fehler machen wie eben und hier einmal auf dem Rasen landen. Nach wie vor keine Rückblenden möglich. Ich bin da irgendwie noch optimistisch, dass wir das auch ohnehin bekommen, größtenteils, und da einfach ein bisschen mehr Credits einsammeln. Da vorne ist einer auf dem Kies, ein Renault 5 Turbo. Innen durch hier, komm. Oh. Reden uns mal raus und sagen einfach, es ist Tourenwagensport, da kann man sich auch mal anlehnen. Genau, ich glaube, den würde ich ganz gerne mal nehmen dann hier. Der ist auch ganz... Das Heck mag ich zwar nicht, aber den Rest finde ich ganz schick bei dem. Man sollte auch gut Leistung haben, dass wir hier in den Rennen ganz gut klarkommen. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass der schon mal drin war. Zumindest bei Forza 5. Kann sein, weiß ich gerade nicht genau.
Also die Skybox sieht auch klasse aus, der Himmel. Haben wir mal die Zeit von Marcel einmal geschlagen. Aber jetzt geht's in Richtung Kiesbett. Ich kann ihn gerade noch so retten. Wow. Da kommen sie angeschossen natürlich hier mit Karacho. Ja, bei den Type R hat er nach wie vor auch Frontantrieb mit 280 PS, glaube ich. Oder der neue hat, glaube ich, sogar 310, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau. Müssen wir nochmal nachgucken. Ich bin gespannt, wie der sich dann fährt im Vergleich jetzt im Fokus, weil der ist manchmal doch schon arg untersteuernd. Ja, zwei Runden noch. Fiesta 782 ist wieder auf Platz 1. Wow. Ja, das ist hier ganz tückisch die Stelle. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht gleich wieder noch mehr Plätze verlieren. Mal gucken, ob der wieder mit seiner CX unterwegs ist. Ja, der fährt auf jeden Fall in der ganz eigenen Welt da vorne. Ja, die Kurve ist relativ tückisch da, die erste Kurve in Brands Hatch. Mit so einem Fahrzeug, was gerne mal zum heftigen Schieber die Vorderachse neigt. Mit Vorsicht zu genießen. Hopp. Auf jeden Fall schön kräftig im Lenkrad, das kann man schon mal sagen. Aber ja, die Räder werden länger. Ich würde sagen, eine Folge noch, dann sind wir auch so langsam an dieser 2-Stunden-Grenze dran. Boah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, den Fiesta Simon kriegen wir auf jeden Fall nicht mehr. Bis auf den Lime Rock Park hatte ich bisher jetzt keine Rennstrecke dabei und Rio halt, die jetzt für mich so komplett Neuland war. Also müssen wir mal gucken, was da noch so im Kalender, im Streckenportfolio auf uns wartet. Mal sehen, ob dann irgendwann eine Strecke kommt, die mich mal komplett überrascht. Aber ich kann schon mal sagen, selbst mit so einem noch recht langsamen Auto, ja, ist es gar nicht so einfach. Richtig krachen wird es dann erst in den höheren Klassen natürlich. Mit Leistung. Okay, zweites Rennen abgeschlossen dieser Serie. Und auch Ford haben wir jetzt Affinitätsstufe bekommen. Ah, Berner Alpen gibt's jetzt, okay. Ihr nächstes Rennen findet in den Berner Alpen statt. Die Rennstrecke befindet sich in der Nachbarschaft eines Luxus-Skiresorts. Ja, das ist auch eine Fantasiestrecke hier natürlich. Die gibt's so in echt nicht. Mal sehen, wie die so bei Forza 6 sich präsentiert. Gibt es ja seit Forza 4. Coole Musik. Erinnert mich ein bisschen an Dirt Rally. Ja, ich glaube, optisch haben sie da ähnlich wie bei Prag nicht so viel dran gemacht. Wahrscheinlich größtenteils einfach übernommen worden sein. Ja, genau. Nach der Strecke würde ich sagen, wechseln wir mal das Auto. Noch eine Runde mit dem Fokus und dann wechseln wir mal zum Honda. Hier fahren wir drei Runden, mal sehen, welche Variante das ist. Noch hier ist die Zeit, die wir angreifen müssen. Zunächst mal von Marcel. Es ist ja auch eigentlich der einzige in meiner Liste, der hier wahrscheinlich auch schon das Spiel spielen kann. Hat als Redakteur von Inside Xbox natürlich auch schon eine Vorabversion, konnte also auch schon die Karriere spielen.
Nee, also hier auf der Strecke sehe ich jetzt im Vergleich zu Forza 5 keinen optischen Unterschied. Die wurde wahrscheinlich 1:1 einfach übernommen. Aber halt kann man sie jetzt eben mit 24 Spielern befahren. Ja, da die Gegner eben schwer zu knacken waren, vor allem der erste, habe ich jetzt die Schwierigkeit auch mal beibehalten. Das ist wieder der Fiesta 782. Immer noch im CX, also die wechseln auch die Autos nicht zwischendurch bei Forza Horizon 2. Wurde ja auch mal ganz gerne gewechselt. Auf jeden Fall eine Strecke, die dem Fokus hier ganz gut entgegenkommt, denn hier musst du dich nicht so um ganz enge Passagen quälen, sondern kannst größtenteils auch ohne Untersteuern die langgezogenen Kurven fahren. Geht ganz gut. Das wird nicht reichen. Autsch. Trotzdem bleiben wir vorne. Das wird hier wahrscheinlich relativ easy going sein. Oh je, oh je, oh je. Ich mag ja so Schneewelten im Spiel generell ganz gerne. So ein bisschen das Pendant zum Matterhorn aus Gran Turismo, finde ich hier. Aber was ja noch bei Forza ganz geil wäre, wäre dieses Goodwood Festival of Speed. Oh Gott, ja, da ist das Auto einfach nur noch am Ruppeln und am Schieben. Und da hat man den Fiesta Simon auch mal direkt erwischt. Der ist ins reingekracht. Dadurch sind wir jetzt auf Platz 1 sogar geblieben. Aber es ist schon krass, was die Autos aushalten hier bei Forza 6. Die gehen echt sehr langsam kaputt. Da musst du schon wirklich mit Vollspeed irgendwo draufheizen. Und selbst eben der Crash hätte eigentlich deutlich mehr Schaden verursachen müssen. Also ist sogar der Schaden fast ein bisschen zu wenig geworden hier. Ich habe ja alles eingeschaltet, den Simulationsschaden und so. Gut, also ich denke mal, wir werden dann die KI ein bisschen höher schrauben beim nächsten Mal. Man muss wirklich diesen Kurveneinschlagswinkel so ein bisschen lernen einfach. Hier ruppelt es irgendwie so ganz komisch. Wahrscheinlich diese komische Gummibande, diese Gummibanderole auf dem Boden von der Startziellinie. Du musst halt genau wissen, wie er sich verhält, wo du anlenken musst, wo du anbremsen musst, wo du rausbeschleunigen kannst. Doch extrem weit ausholende Kurven hier. Hier so ein bisschen lupfen, da kriegt man den, glaube ich, auch zum Ende hin auf den Punkt raus, ja. So ein bisschen in der Kurvenmitte, ein bisschen vom Gas gehen, da kriegt man den hier wunderbar präzise durch. Hier müssen wir auf jeden Fall runterschalten und anbremsen, damit wir da diesmal ein bisschen sauberer rauskommen und uns nicht wieder drehen. Ja, das sieht gut aus. Ja, es ist zwischendurch immer mal eine ganz schöne Auflockerung zu den realen Rennstrecken, wobei ich die ehrlich gesagt ein bisschen lieber mag. Vor allem die Berner Alpen sind für mich von der Kurvenaneinanderreihung nicht so toll. Sieht zwar schön aus, aber so rein als Rennstrecke braucht man ein bisschen was Schnelleres. Ansonsten ist sie mit solchen langsamen Klassen ein bisschen langweilig. Vor allem mit so einem Fokus quälst du dich hier doch ganz gut durch. Aber zumindest haben wir die letzte Runde jetzt mal ohne irgendwelche Einschläge geschafft. Mal sehen, ob wir die Zeit von Marcel noch geschlagen haben. Ich stehe jetzt nicht mehr da. 1:38,9. Okay. Wieder ein bisschen Credits. Jetzt haben wir schon wieder 82.000 auf dem Konto und steigen auch bald wieder auf. Nach dem nächsten Rennen gibt es auf jeden Fall wieder ein Level-Up. Da bin ich mal gespannt,
Aber wir können auch bei den Schauveranstaltungen, glaube ich, wieder eine machen. Da gucke ich mal ganz kurz. Wir haben hier den Autocross. Also wir können die hier sogar... Aha. Das ist Stick. The Stick. Top Gear's tame racing driver. Is an odd sort. You'd think he would be great at Forza. But tragically, he doesn't know how to play video games at all. But fear not, because we have the next best thing. Ja, no, the Stick Digital Cousin. It's the Stig's digital cousin. After diagnostic tests and some extensive probing, he's been found to be identical to the real Stig in every way. Except for one. There's a glitch in the code which makes it possible to beat him. In these events, you'll both have identical cars and race one-on-one to prove who's best. There's a chance you might even finish first. But only if you're really, really good. Ja, the Stig's Digital Cousin. Da kann man also verschiedene Duelle fahren. Das ist, scheint auch alles schon frei zu sein. Da haben wir auch zum Beispiel einen Lamborghini Huracan, den wir schon mal direkt fahren könnten. Ja, das habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm für die nächsten Folgen dann. Da können wir auf jeden Fall mal reinschauen. Das war auch nochmal auf der Top Gear Strecke ein Rundchen drehen mit so Sticks digitalem Cousin. So rum. So. Machen wir erstmal weiter. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Circuit de Barcelona Catalunya statt. Ich wollte ja eigentlich verlassen jetzt. Einer der meistgefahrenen Grand Prix Rennstrecken der Welt. Um mal kurz shoppen zu gehen mit dem Honda Civic. Ja, eine der Strecken, die ich nicht ganz so sehr mag, rein von den Kurven, von der Charakteristik her, aber ich habe mich mittlerweile schon dran gewöhnt. Man ist ja doch gezwungen, die in einigen Rennspielen immer mal wieder zu fahren. Formel 1, Project Cars. Okay, aber wir wollen natürlich das Auto einmal wechseln. Ja, wir können natürlich später auch mal vermehrt auch Autos mal selber designen und so, ein bisschen mehr Zeit uns nehmen. Aber jetzt ist halt so diese 2-Stunden-Regel, die hängt so ein bisschen an mir. Deswegen bin ich gerade bestrebt, dann doch zügig ein bisschen die Strecken zu zeigen, zügig die Meisterschaften durchzumachen und so. So, Catalunya, Rennen 4 von 5. Dann müssen wir hier, glaube ich, einmal weiter auf nächstes Auto. Und dann können wir hier das Auto auch wechseln. Beziehungsweise ein neues aus dem Menü heraus direkt kaufen. Dann sind die auch gleich angezeigt, die man in der Klasse hat. Genau, den würde ich sagen. Den 2007er. Ja, Frontantrieb haben sie hier, glaube ich, in der Klasse sowieso. Ah, warte mal, da ist ein Hecktriebler dabei. Das ist der Renault 5 Turbo. Ich glaube, sie haben auch diesen Renault Clio V6 irgendwo mit dazwischen. Aber ne, bis auf den... Da sind noch Allradler dabei, der RS Cosworth und der Lancia. Na gut, wir bleiben bei unserem Plan, bei dem Honda Civic Type R. Oder Type R. Ist auch hier wahrscheinlich noch keine schönen Designs dabei. Naja, es geht so. Dann werden wir mal auf eine Standardfarbe zurückgreifen. Haben wir bloß ein Rot, Schwarz oder Weiß, dann nehmen wir mal zur Abwechslung ein weißes Auto. Zum nächsten Rennen nach Catalunya. Das ist Ihr 2007er Honda Civic Type R. Ja, das Einzige, was mich für ein Auto wirklich stört, ist die... Das Rennen findet auf dem Circuit de Barcelona Catalunya statt, dem Austragungsort des Großen Preises von Spanien. Das Einzige, was mich stört, ist diese Rückleuchtenanordnung bei diesem Auto. Ansonsten ist er eigentlich ganz hübsch. Mal sehen, wie er klingt, mal sehen, was der VTEC so sagt, ne? Wahrscheinlich dreht er relativ hoch auch, typisch für diesen Motor. Gucken wir mal. Auf jeden Fall schon mal sehr heldenhafte Musik hier. So, jetzt drehen wir mal den Schwierigkeitsgrad ein Stückchen höher auf Experte. Aggressivität lassen wir aber eingeschränkt und dann wollte ich jetzt auch endlich mal... Das kann ich jetzt wieder nicht einstellen bei dem das Lenkrad der Belegung, dass ich noch mal ein bisschen zur Seite gucken kann und sowas.
Da hören wir ihn schon mal recht kernig. Oh Gott, jetzt haben wir wieder... Da ist der Bug wieder. Da ist der Bug wieder. Den hatte ich doch gestern schon mal in der Folge mit dem Lotus. Keine Ahnung, was das ist. Da ist dann auf einmal irgendwie... Das ist immer genau dann. Ich sag euch, wann das ist. Das ist genau dann, wenn mein Controller ausgeht, wenn der in Standby geht. Genau dann passiert das. Jetzt werde ich mal gucken. Jetzt habe ich den Controller wieder angeschaltet. Ob es jetzt klappt. Das ist eine ganz seltsame Sache hier. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Nee, wieder immer noch kaputt. Ja, da muss ich wieder mal kurz einen Cut machen und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem Rennen. So, guck mal, läuft's oder läuft's nicht? Der Honda fährt auf die Start-Ziellinie. Auch ein Rechtslenker mal in dem Fall. Ja, jetzt passt es. Innenraum sehr dem Fahrer zugerichtet. Und übrigens die Armaturenzeit, ne, am Armaturenbrett, die entspricht der tatsächlichen Echtzeit. Also es ist gerade wirklich 0 Uhr 0, Mitternacht, Geisterstunde. Boah, der hat ein wesentlich schöneres Einlenkverhalten in die Kurve als der Focus. Ist ja auch ein bisschen moderner und hat einen wirklich schönen, sehr typischen Sound. Das ist hier die sogenannte Schulstrecke in Barcelona. Das geht hier ständig hin und her. Auch wieder 6 Runden. Also der geht top durch die Kurven. Also einiges besser als der Focus, viel direkter. Bisschen zu weit raus hier, immer auf dem Rasen, aber halb so wild. Also diese Schulstrecke ist ja wirklich ziemlich langweilig gemacht hier. Da kann jetzt Forza nichts dafür, die gibt es ja wirklich so, diese Anbindung. Und den Marcel geschlagen, das ist mit diesem Auto ja auch wirklich nicht schwer, weil das sich wirklich super fährt. Ich weiß gar nicht, ob der Focus RS Mark 1 schon so eine Differentialsperre hatte. Der 2 hat es ja definitiv. Oh, ein kleiner Rasenmäher hier, ne? Aber kernig. Wir sind auf Platz 3 vorgefahren mittlerweile. Noch so diese eine Kurve, der wir noch so ein bisschen Probleme haben. Das war die Kurve, die haben wir diesmal gemeistert. Der geht aus den Kurven raus, fantastisch. Jetzt haben wir auch den Oldschool CX überholt, noch nicht. Jetzt nach hinten gucken. Auch auf A, okay.
ist die türkische Kurve. Ist aber auch schwer einsehbar, vor allem mit dem Rechtslenker. Ist halt die fette A-Säule dazwischen. Hier ist mal ein Blick in solche Rechtskurven. Ich guck gleich mal auf der Geraden, wie er sich so von hinten anhört. Ah, da merkt man das, wenn der VTEC einsetzt, glaube ich. Wenn man so von unten hoch beschleunigt, dann macht er auf einmal ganz schrill. Aber du merkst trotzdem, auch wenn er sehr präzise ist, dass er ein Fronttriebler ist einfach. Der kratzt ganz ordentlich um die Kurven manchmal. Aber wenn es so wirklich sehr eng wird. So, da haben wir ihn doch vor Startziel nochmal überholt und das wird dann auch für den ersten Platz hier reichen. Zack, durch. Da bremst er sich rein, bleibt hier stehen. Dann gibt es wieder ein paar Credits. Haben wir insgesamt schon 89.000 und sind auch aufgestiegen. Ich bin gespannt, es gibt einen neuen Preis. Einmal kurz Atem anhalten, aber jetzt sind keine großen fetten Preise dabei, bis auf die Millionen in der Mitte. Hier sind ein paar alte Klassiker dabei, aber... Es reicht für die Millionen. Ich glaube das nicht. Wir haben so ein Schwein. Schon wieder den Hauptpreis gewonnen. 1 Million Credits. Die können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Die entschädigen mich auch so ein bisschen wie die verlorenen 200.000. Glückspilz. Bin ich ein Glückspilz. So. Wir schauen mal ein bisschen wieder in die Wiederholung rein. Und da würde ich sagen, ist die Folge für heute auch erstmal erledigt. Dann sparen wir uns das Finale fürs nächste Mal noch auf. Ein bisschen sehr belichtet hier Barcelona. Die Sonne scheint hier so ein bisschen sehr hell gülden. Teilweise gar nicht mal so gut aus hier. Können wir mal ein kleines Abschiedsfoto hier von Barcelona einmal mitnehmen. Man kann hier übrigens auch die Scheinwerfer an- und ausschalten. Das finde ich auch ein ganz nettes Feature. Dafür kann man nicht mehr den Schaden ausstellen. Also man kann das Auto, ja, konnte man ja früher mal heil machen im Fotomodus und sagen so, hier, das Auto soll wieder heil sein. Das geht hier nicht mehr. Dafür kann man dann die Scheinwerfer an- und ausschalten. Das ist auch witzig. Sogar die hinteren Rückleuchten. Einige Autos haben sowieso Tagfahrlicht. Hat der eigentlich auch so eine Fake... Ja, sieht man sogar hier. Der hat auch so eine Fake-Blenden über dem Auspuff. Da guckt so ein kleiner, runder Auspuff eigentlich raus. Der aber von solchen... von solchen Blenden einmal geziert wird. Ja, wir haben hier im Fotomodus natürlich auch die Möglichkeit, diese Verschlusszeit auch runterzustellen. Dann sieht man das Auto zum Beispiel auch ohne diesen Blur-Effekt. Du kannst den Fokus auch umstellen, die Belichtung natürlich ein bisschen rausnehmen, wenn einem das jetzt für ein gutes Foto nicht gefällt. Kontrast ein bisschen rausnehmen, die Helligkeit. Vignette kannst du so ein bisschen dazu packen. Ach, Wasser auf der Linse kann man auch machen. Aber es geht wahrscheinlich nur, wenn tatsächlich, wenn du ein Regenrennen hast. Das geht jetzt, glaube ich, hier nicht in dem Fall. Ja, die anderen Autos machen die Scheinwerfer auch an und aus, hinten der Golf und der Escort. Ja, na gut, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ein Rennen haben wir dann ja noch vor uns, da würde ich dann ganz gerne mal schauen, wo es dann beim nächsten Mal hingeht, schon mal als kleinen Ausblick. Und da haben wir Silverstone National mit Regen anscheinend, okay. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich begrüße euch dann wieder hier und wenn es euch gefallen hat, lasst nämlich nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.